Ja, Moni ist heute mitten in München und zwar in Giesing, denn ich besuche heute drei Fressi. Ah, na, hi. Wen haben wir denn da? Hi, servus. Moni, grüß dich. Ja, Moni ist das Sulzibus rausgeflogen. Das gibt's ja gar nicht. Komm mal rein. Hi. Schön, dich zu sehen. Ja, ich wollte einfach mal schauen, wo ihr seid, wie alles so gemacht wird, weil eure Dixi, die kennen ja schon und begeistert, weil ich bin die sowieso. Und jetzt wollte ich einfach mal heute unsere Freistadt TV-Freunde zeigen, was ihr genau macht. Ja, schön, dass du da bist, Moni. Ja. Hier in unseren heiligen Hallen, ne? Drive Tracy, Hinterhof, Giesinger Hinterhof. Ne? War ich noch nie. So. Ich hab schon gesehen, da ist das 60er Stadion dahin, aber ihr als Augsburg-Fan, gell? Werdet es wahrscheinlich nie von innen sehen. Ja. Da sage ich jetzt nichts dazu. Das kann nur falsch kommen. Ja. Nein, nein, also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dir einfach mal hier ein Bild von uns machst und was wir hier überhaupt machen. Ne? Ich bin total fasziniert. Ja. Vor allem, da rattern schon die Maschinen. Ja, ja. So ist es, genau. Also wir produzieren hier Sitzbezüge, beziehungsweise nicht nur Sitzbezüge, sondern ja, alles an Textilien für den Camper, fürs Camping-Interieur sozusagen. Und das nicht irgendwo anders, sondern hier vor Ort. Und hier, wie du jetzt siehst, das ist sozusagen unser Qualitätscheck. Hier kommen die fertigen Bezüge aus der Produktion, die sich da vorne befindet, dann an. Wird nochmal alles gecheckt, ne, an wen das dann rausgeht. Alle Fäden abgeschnitten, ab alles ja, gute Qualität hat. Ja, und dann kann sich jemand anders darüber freuen. So richtig, made in Germany, no Germany, das ist rausbringen. So ist mitten es. In München. Absolut, ganz genau. Hier sind wir dann in unseren heiligen Hallen, ne, wo das Herzstück von Drive Tracy. Also hier nehmen wir, haben wir 7 Festangestellte, die hier wirklich Tag und Nacht wirklich fleißig Sitzbezüge, nicht nur Sitzbezüge, sondern alles wirklich im textilen Rahmen um den Camper fertigt. Hier da ist auch ja schon, neu jemand, gell? Ja, wer ist denn das? Den kenne ich auch. Wer ist? Der Laurin, der andere. Gründer eben von Hannes, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Dass du auch zu Gast bei uns bist und dir das mal hier persönlich anguckst. Ja, ja, jetzt ihr zwei, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, in München Sitzbezüge zu nehmen, die Geschichte von euch beiden? Ja, also das hat, wenn ich anfangen darf, bitte, Bruder Herz. Bitte, du hast auch meine Idee. Also. Das ist schon wirklich tatsächlich ein bisschen her. Jetzt gute 6 Jahre, 7 Jahre. Hat also ein bisschen Anlaufzeit benötigt. Aber schon immer affin gewesen für neue Produkte etc. und das selbst zu machen. Und eines Tages kam die geliebte Mutter ja, mit einem neuen Leasingfahrzeug und hat gesagt, Leonard, schau doch bitte mal nach Sitzbezügen für mich. Ne? Individualisierung, Möglichkeiten gleich null. Man kennt so eher das ja, Spartanische, ne, sage ich mal, was es da so online gibt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, gut, wir leben im Jahr, Zehnt der Individualisierung, warum gibt es da nichts Gescheites, wo Qualität, Passgenauigkeit, Motive ja, gegeben sind. Und dann ging das alles so mal los. Ne? Und dann hat man sich die erste Nähmaschine mal gekauft, hatte überhaupt keinen Plan, wie das überhaupt funktioniert, herangesetzt, nur Fehler gemacht. Ne? Aber wie man es kennt, aus Fehlern lernt man. Fehler auftrennen. So. Gibt es ja Maschinen, du Overlock mit 4 Fäden, da wirst du verrückt. Ja. Nee, gut, also wirklich Hut ab an die Leute, die das können. Ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und dann ging das los und dann habe ich auch schon die bessere Hälfte. Ne? Bessere Hälfte. Bessere Hälfte. Den Bruderherz akquirieren können für das Projekt. Ne, der war am Anfang auch erstmal ein bisschen skeptisch, hat gesagt, Junge, Sitzbezüge, was ist los mit dir? Ne? Das hat meine Oma gehabt mit Lammfell. Ja. Ne, genau. Und ja, aber dann hat sich das entwickelt und jetzt sind wir, wie du siehst, an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, wir sind wirklich stolz auf unser Produkt, ob Motive, die wirklich knallen, ja, ob Naturmotive für den Outdoor-Bereich oder eher schlichte Unifarben. Können wir alles anbieten. Schlichte Uniform, haut das für Orange daraus. Doch, ja, da freut sich. Ja, und wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, es geht um ganz tolle Sitzbezüge für euren Camper. So ist es, ganz genau, für euren Camper. Aber tatsächlich, wir machen nicht nur Sitzbezüge, sondern wirklich das komplette Drumherum für Textile im Camping.
Also auch Taschensysteme bieten wir an. Zukünftig kommen da auch ganz viele neue Produkte, Meterware, was man verwenden kann für einen Ausbau zum Beispiel, für verschiedene Bauteile im Auto. Also ja, und wenn ihr Ideen noch habt, bitte immer raus damit. Ne? Also ja. Wir sind immer froh, wenn ihr was geil findet oder wo ihr sagt, da muss noch was her. Ne? Also anfühlen tun sie es hier echt mega. Ja. Man sieht es ja kaum so und man ist immer gewohnt, einen Sitzbezug, der so ein dünnes Material hat. Ja, wenn man das bei uns mal auch sieht, ist das ein richtig dickes Material auch, wo man wirklich auch, wenn man drauf sitzt, noch einen Hygienefaktor zum einen hat und vor allem auch noch ein Polster und man sitzt noch viel bequemer. Das fühlt sich richtig toll an. Und alle Materialien, die wir nutzen, sind, und das ist uns ganz wichtig natürlich, als Startup aus Giesing nachhaltig. Ja, das ist aus Bottle Waste Material, also recycelte Kunstfaser. Genau. Und ist genau für diesen Zweck auch kreiert worden. Das heißt, ihr macht es speziell für jeden Camper, weil ich weiß ja, jeder Camper hat irgendeinen anderen Sitz drinnen, passgenaue Schonbezüge. Jein, ja, es gibt sehr, sehr viele Camper, ne, und uns gibt ja, es noch sehr, sehr kurz. Ne? Und es ist leider nicht so, dass du auf irgendeiner Internetseite gehen kannst und sagen, hier kaufe ich alle Schnitte in der Qualität, wie wir sie uns vorstellen. Okay. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt peu à peu vor mit den Modellen, die wir für interessant halten. Da kann man gerne mal auf unserer Website vorbeischauen, ob da was dabei ist. Eigentlich sind es alle Ducato-Modelle ab 2014, sagen wir es mal so. Auch noch ein paar ältere, aber grundsätzlich ab 2014. Das ist für uns das Interessante, die auf Citroën, Basis und Ducato, aber natürlich auch Bullis, also wirklich alles, was im Camping, zum Camping dazugehört. Ne? Ja, und was ich ja so klasse finde, und das habe ich noch nie irgendwo gesehen, ihr habt es nämlich auch für die Sitzgruppen hinter die Fahrersitze, die Züge. Da sind ja tatsächlich auch die einzigen im ganzen europäischen Raum, beziehungsweise international, die das anbieten. Die Vordersitze, das ist das eine, die sind ja auch oft gleich, aber die Rückbänke sind von Ausbau zu Ausbau und von Modell zu Modell super unterschiedlich. Ja. Und jeder, der sich damit öfter mal beschäftigt hat, weiß auch, wenn die öfter mal gleich aussehen, da fehlen manchmal 2 Zentimeter rechts oder links oder die Kopfstütze ist 1 Zentimeter schmaler oder dicker und dann passt natürlich der ganze Bezug nicht mehr. Und deswegen trauen sich fast kein Hersteller dran, das zu entwickeln, weil es super viel Arbeit ist. Aber wir haben gesagt, wir wollen auch diesen Leuten die Möglichkeit bieten, das eben zu machen. Und so müssen wir uns eben auch Marke für Marke, Modell für Modell vorarbeiten. Mit Pössl und Co. und Sunlight und was auch immer. Da haben wir schon super viel. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn wir da auch mit euch die Partnerschaft haben und die Modelle zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir die auch alle weiterentwickeln können. Ja. Wahnsinnsmaschinen, also ich traue mich auch ab und zu mal an eine Maschine hin, aber das ist nur Vorhang umnähen. Also ich habe da so eine alte Singermaschine. Ja. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja Mordstechnik und wenn ich das schaue, wie schnell das hier so brüllt. Ja, also hier hast du auch schon wirklich ein bisschen schwerere Maschinen, ne, die auch durch schwere Materialien gehen. Aber guck mal hier, zeigen wir es dir einfach mal. Der liebe Nasser näht hier gerade mal ein bisschen was. Hallo. Und so schaut das Ganze dann aus, ne? Genau, hier wird es peu à peu genäht, ne? Ja, okay, jetzt ist genau der Unterfaden ausgegangen. Das kenne ich von mir daheim. Da bist du fast fertig, so ein Stück fehlt und der Unterfaden ist leer. Genau, kriegst du es noch bis zum Ende hin und dann ist es. Nein. Können wir uns später angucken, der Mann war, oh, guck mal hier, der Wechsel, das ist ja schon wie bei Formel 1, wie bei der Formel 1, ne? Reifenwechsel und weiter geht's. Ja, ich denke, das ist auch schwierig, wirklich da noch so Fachpersonal zu finden, absolut, das können. Absolut, absolut. Also ich weiß ja, wie schwer nähen ist. So ist es. Und man muss sich vorstellen, habe ich zu Anfang gemacht, habe mich versucht, wirklich da reinzufuchsen. Aber man sieht, gelernte Personal da zu finden, ist wirklich schwierig. Und die es können, die sind auch meilenweit besser. Ne? Also die haben da ein Gefühl, die haben da eine Leidenschaft für. Die sehen das. Aber wir haben Glück, wir haben wirklich die tolle Mannschaft, ne, gefunden. Das ist und, doch super. Ja, ich glaube, da wachsen wir auch noch ein bisschen mit der Zeit. So, und schau, hier haben wir dann auch noch mal eine Airbag-Nahtmaschine. Das ist nochmal was ganz Specialiges. Also hier wird wirklich, weil natürlich müssen unsere Bezüge auch Airbag-tauglich sein. Ja. Und hier wird jeder einzelne Stich nochmal durch einen Sensor aufgezeichnet, auf unserer Cloud gespeichert. Anders dürfen wir es gar nicht anbieten. Ne? Manche Sitze haben natürlich keinen Airbag integriert. Das ist dann egal, nicht relevant. Aber hier die neuen Fahrzeuge ist dann die Maschine für. Genau. Ganz Wahnsinn. Ganz wichtiges Thema. Ja, und dann hier ganz normale Schnellnäher, mit dem wir wirklich richtig flink nähen können. Hier ist der liebe Hanif. Hallo.
der hier gerade nochmal was näht für einen Kunden. Und ja, hier sind dann nochmal Maschinen, wo das Ganze dann nochmal versäubert wird. Das heißt, auch die Ränder werden nochmal eingesäumt, genau eingefasst. Ja, damit wir am Ende einfach wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt haben. Waschen kann man die auch, gell? Waschen kannst du die auch. 30 Grad Waschmaschine, ganz wichtig ist der Wäschesack, weil wirklich, hier haben wir Erfahrung gemacht, Waschtrommel bei jedem ist anders. Mhm. Es gibt Leute, die haben 15, 20 Jahre schon eine Waschmaschine, ne, ist vielleicht schon irgendwas rostig. Und ja, dann kannst du da natürlich was mit kaputt machen, aber bei 30 Grad in die Wäsche und dann ist das tippitoppi. So Moni, dann hast du mich gefragt natürlich, wie wir das Ganze schneiden. Ja, das zeige ich dir jetzt mal in unseren Giesinger Katakomben. Da geht es einmal hier runter, hier durch. Hier siehst du nochmal, haben wir nochmal unsere Meterware an Material. Coole Farben. Alles da, ne? Falls man irgendwas Bestimmtes braucht, unterschiedlichste Farben und Designs. Und hier geht es dann runter in unser Herzstück. Wo wirst du denn jetzt ankommen? So, jetzt sind wir im heiligen Cutterraum. Ne? Und hier ist auch schon die Jackie. Hallo. Die Cutting Queen. Nein, also hier geht es wirklich darum, unsere Stoffe auszuschneiden. Du siehst, so sieht das Ganze dann aus. Wir drucken unseren Stoff dann, bedrucken die mit den verschiedenen Schnittteilen und den verschiedenen Bestellungen bzw. Farben. Und ja, dann wird das hier auf unserem Cutter gecuttet. Das ist natürlich eine super Sache, wenn wir die Bestellungen gleich so produzieren können, dass wir es nicht aus der Meterware schneiden müssen, weil so hätten wir einen extremen Ausschuss. Und so kriegen wir natürlich eine. Ja, eben. Und so ist es eine absolut tolle Effizienz. Und das Schöne ist natürlich, dass unsere Designs bestmöglichst übereinstimmen mit den Schnittteilen, natürlich je nach Winkel etc. Und das kriegen wir auch nur damit hin. Also das heißt, über dem PC wird das Motiv hier drauf gedruckt. Genau, also man muss sich so vorstellen, wir drucken das mit einem wasserlosen Verfahren. Das ist super wichtig, gerade in Sachen Umwelt, ne, ist das eine richtig schöne Sache. Wichtig für uns ist, dass wir eine extrem hohe Lichtbeständigkeit haben. Den ganzen Tag sitzen die Bezüge sozusagen im Auto drinnen, die Sonne scheint drauf, egal ob es regnet, immer ist die Sonne drauf. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht ausbleichen. Reibechtheit ist uns wichtig, ne, und dass die Farben vor allem richtig schön rüberkommen. Und das ist mit unserem Verfahren hier extrem gut möglich. Und jetzt natürlich auch vom Cutting-Prozess eine richtig schöne Sache, weil wir komplett automatisiert arbeiten können. Ne? Die Leute bestellen ihre Motive und so können wir dann natürlich ja, jeden einzelnen Kunden Step-by-Step produzieren, ohne richtig viel auf Lager zu haben. Also eine komplette On-Demand-Produktion, das heißt nichts auf Lager, sondern alles. Das immer wenn der Kunde bestellt, kriegen wir noch. Ja, das gehört ja irgendwann mal halt Giesing. Ja, du, da müssen wir erstmal in den Geldtopf fallen. Ja, liebe Freistadtfreunde, jetzt sind wir wieder in Sulzimus ankommen, denn wir haben jetzt auch die Schonbezüge von Drive Classy bei uns vor Ort und die wollte ich euch jetzt natürlich auch gern zeigen. Wir haben hier in unserem Ausstellerfahrzeug von Drive Classy mal die beliebtesten Farbmodelle ausgestellt. Also wie ihr hier seht, also ich war ja von Anfang an begeistert, weil sie einfach qualitativ super sind. Sie passen wirklich ganz genau drauf. Ihr habt einen schönen Armlehnenbezug drauf und ich finde, das macht einfach in einem Fahrzeug, ja was her, das schaut einfach super aus. Hier an der Fahrerseite haben wir dann einmal einen anderen hingemacht. Und was jetzt das Tolle eben ist bei Drive Classy, die bieten auch Bezüge für eure Sitzbank an. Hier haben wir mal jetzt dieses Modell hingemacht und ja, also ich glaube, ihr braucht nicht viel sagen, wie toll das eigentlich ausschaut. Ja, aber was Drive Classy jetzt auch noch Tolles hat, ist ganz tolle Taschen in drei Größen. Und zwar kann ich die hinten an die Rückbank hin machen und zwar, die sind magnetisch. Ihr habt hier unten drunter, ich nehme jetzt mal kurz rein, das Gegenstück immer, das könnt ihr entweder hier, also ihr seht, das zieht es gleich hin, entweder hier hin machen und die Tasche hin machen oder hier hinterhalb. Die gibt es in drei Größen, die zeige ich euch dann auch noch die Größen. Immer passend zum Sitzbezug natürlich, auch in den verschiedenen Farbmodellen, was wir haben. Ja, wie ihr hier seht, das ist unsere S-Größe, das ist unsere M-Größe. Und das ist unsere ganz große Größe. Und
kam mir natürlich die Idee, Kastenwagen, gar kein Problem, magnetisch. Kann ich auch so eine Tasche mal toll nach draußen tun, um irgendwas zu verstauen. Kann sie wegnehmen und mitnehmen. Ja, zack, bumm. In unsere Pakete für die Fahrzeuge haben wir immer die zwei Vordersitze im Paket. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auch die Rückbank dazu haben, ist hier im Paket immer ein 5% Rabattgutschein, den ihr dann bei DriveDressy einlösen könnt. Ja, und jetzt haben wir noch was ganz Tolles für alle Campster und Vanster-Fans. Nämlich hier haben wir ein Komplettset. Das heißt, immer für die beiden Vordersitze und für die Rückbank gibt es ein Komplettset. Eben für den Vanster und für den Campster. Und ich finde, es schaut einfach klasse aus. Das ist einfach, ja, das peppt das Ganze nochmal so richtig schön auf. Und wenn ihr jetzt sagt, Moni, die will ich mir mal anschauen, dann kommt es einfach zu uns nach Sulzimus vor Ort, hier bei Freizeitfahrzeuge Glück für Campster Vanster. Und bei uns drüben im Megastore ist es auch ausgestellt in unserem Ausstellerfahrzeug. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich über Like freuen. Natürlich sind unter dem Video die Verlinkungen vom Onlineshop oder wieder bei uns vor Ort vor Sulzimus. Ich freue mich, wenn ihr uns besucht. Und und auf Instagram fleißig folgen, denn da kommen auch immer tolle Beiträge, auch unter anderem von unseren tollen Sitzbezügen von DriveDressy. Bis dann, ciao! Extra, extra.